Hallo und zurück zu Battle vs. Chess. So, wir brauchen den Zug wieder von Ungezogener. Und Moment. G8 auf F6. A, B, C, D, E, F. G. F6. Achso, der Springer geht dann vor, ne? A, B, C, D, E, F. G. Und hier hin, ne? 6, 7, 8. Okay. Ich hoffe, ich mache das richtig. Zack! Machst das süß. Süß. Dämonisches Pferd. So, ja, jetzt müssen wir wieder was machen, ne? Was will er denn damit hier? Möchte mein Bauern hier? Aha. Aha. Ja. Gäbe es auch verschiedenste Möglichkeiten, aber ich werde die ja, muss ja mal aufpassen, dass man nichts anderes übersieht, ne? Aber ich werde die einfachste wählen, nämlich den Bauern hier vor. Ich glaube, das ist die günstigste Variante. Ich hoffe, ich übersehe nichts hier, aber ich denke. Also, mir fällt momentan nichts Dooferes ein. Na, also. Bauer. Abazada. D2. Auf. Das sagt es uns gleich. D3. Schreiben wir es mal wieder auf. Bauer. D2. Auf D3. Okay. Gut. So, dann kannst du wieder, oder nicht nur, wie gesagt, ich biete es jedem an, dann könnt ihr euch alle natürlich hier wieder drauf konzentrieren, was für einen neuen Zug könntet ihr machen. Wartet mal, ich gehe mal noch ein bisschen so hin, ne? So seht ihr es vielleicht noch schöner. Und ja, wie gesagt, wer als erstes postet, einen Kommentar postet, dessen Zug wird es sein, ne? Vielleicht hat ja manch einer noch eine andere Idee, aber ich bin zurzeit, macht's richtig Spaß hier, auch gegen Ungezogene zu spielen, muss ich jetzt mal sagen, ne? Noch irgendwas wollte ich sagen, noch irgendwas? Ach so, ja. Übrigens ist es so, dass ich nicht speichern kann, ne? Aber das macht nichts, weil ich schreibe mir ja die ganzen Züge auf und ja, und spiele die dann wieder nach, ne? Das ist kein großer Aufwand. Genau, wenn irgendwas ist, wenn ihr seht, dass irgendwas anders ist, aber wie gesagt, ich habe mal alles korrekt aufgeschrieben, wenn ihr merkt, dass ich mich irgendwo verdrückt, verklickt habe, dann sagt es mir, ne? So, dann lasse ich es nochmal ein bisschen so stehen und sag erstmal Tschüss.